Hallo zusammen, ich habe euch mal einen Kühlschrank vorgestellt, 12 Volt fürs Wohnmobil. Und ich muss euch enttäuschen, er ist noch nicht so weit. Wir haben hier unten Kühlschrank. Ich war jetzt aber damit im Testraum. Und wir haben ja zwei Versionen. Die eine Version ist nur der nackte Kühlschrank. Ohne Randverkleidung, ohne digitalen Thermostat, ohne Türverschlüsse. Das ist der 2700 Lite. Und den führe ich auch hier im neuen Katalog. Das ist der Katalog 2021 April. Und hier habe ich den Lite mit einem Preis drin von 1400. Und der Lite hat einen Stromverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 22 Wattstunden. Bei 43 Grad außen komme ich hier auf 56 Watt. Und das ist ein Tagesbedarf von 1346 Wattstunden am Tag. Wenn ich dann so eine Lithiumbatterie nehme, eine 100 Ampere, die hat 1280 Watt. Also wenn ich 43 Grad Außentemperatur habe, was ich nicht den ganzen Tag über 24 Stunden habe, hält dieser Kühlschrank mit dieser Batterie einen Tag. Wenn ich dann hier zwischen 25 und 35 habe, habe ich hier einen Verbrauch von vielleicht 600 Watt und dann hält diese Batterie, oder der Kühlschrank hält an der Batterie dann 2 Tage. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Lite-Version und der richtigen? Original hat dieser Kühlschrank eine Breite von 50 cm oder 500 mm. Und wir haben hier einen Rahmen. Schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. Dieser Rahmen, also jetzt immer noch Prototyp, ist hier in der Höhe, wo dann hier das Digitalthermostat drin sitzt und hier ein Profil, was runtergeht. Wir haben hier die Löcher vom Türverschluss, der noch nicht so weit ist. Der kommt hier vor und regelt dann hier zu, dass sich der Türe nicht aufgeht während dem Transport. Ich habe hier mit diesem Profil eine Breite von 52,5. Das ist also die Breite, was wir im Wohnmobil drin haben für Absorberkühlschränke. Da ich jetzt hier ein Profil habe von 13 mm, habe ich hier entweder Luft oder wir nehmen diese Amaflex oder Evozell Matten, es ist schlussendlich das gleiche, und kleben die zu. So habe ich eine Breite von 52,5 cm über den ganzen Kühlschrank. Wenn ich jetzt diese selbstklebenden Kälteisolationsmatten nimm und die außen drauf kleb, hinten drauf kleb, dann brauche ich ja weniger Strom, weil das Ding isoliert und die einen sagen, das ist der beste Isolationsstoff, den es gibt, weil alle isolieren ja ihre Wohnmobile mit Armaflex. Aber schauen wir uns das auf den Werten an. Und zwar habe ich hier unten die Werte vom normalen
bei 25 Grad außen, 5 Grad innen, braucht er mit der Isolation 22,2 Watt. Ohne Isolation 23,4 Watt. Auf den Tag gerechnet sind das etwa 30 Watt, die ich weniger Strom brauche. Wenn ich das Teil isoliert habe. Jetzt sagt ihr, ja, ich habe noch Armaflex zu Hause, habe noch nicht alles gebraucht, ich mache das selber. Kein Problem. Ihr könnt den Kühlschrank hier mit Isolationsplatten zupacken, aber statt Armaflex könntet ihr auch PU-Platten verwenden. Oder ein Vakuumisolierpanel, wenn ihr Zugriff habt dazu. Dann geht das Energieverbrauch nochmals runter. Ja, zur aktuellen Situation zu diesem Kühlschrank. Die Light-Version könnt ihr bestellen. Die habe ich. Aber ich habe diese Verschlüsse noch nicht. Wir sind da noch mit dem Werkzeug dran, und weil die Standardverschlüsse haben nicht die Breite. Wenn ihr sagt, ich schaue mir das Teil an und brauche da keinen Rahmen, ich brauche den Digitalthermostat, gibt es als Option. Kein Thema. Ihr könnt den bestellen. Ich weiß momentan nicht, wie weit das wir sind mit der Produktion. Aber ich sag mal so, innerhalb von 4 Wochen ist dieser Kühlschrank, wenn ihr jetzt bestellt, lieferbar. Ohne diese Rahmen, aber wenn ich dann Bestellungen kriege, dann drückt es auch irgendwo hinten dran. Solange ich keinen Druck habe, geht auch nichts. Ja, das soll es gewesen sein von dem WEMO 2700. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.